Ich lebe jetzt gesund. Ich muss mal das Ding leiser machen. Ja, hör mal. Ich lebe jetzt gesund. Ich lebe jetzt gesund. Ja. Oh, diese Woche schon zum zweiten Mal Bananen gekauft. Unfassbar. Und weil ich jetzt so unfassbar gesund lebe, ist das alles viel besser. Und weil ich so unfassbar nett bin, spiegele ich euch das Bild jetzt wieder zurück, was ich nur gespiegelt habe, damit ich euch mein Gesicht präsentieren kann und nicht das unfassbar direkt vor meiner Fresse hängt. Nein, heute spiele ich nicht Super Mario Kart, obwohl es natürlich das eigentlich wert wäre. Oh, Mario Kart 7. Heute auch nicht. Mein Fehler. Entschuldigung. Aber in der Ladezeit kann ich euch noch erzählen, mein Lieblingsprojekt, Spielzeug, Auto, ja, das ist eine wiederkehrende Geschichte, macht mir aber immer noch Spaß irgendwie an dem Ding so ein bisschen was rumzuschrauben, weil das ist ja eigentlich so ein Ding, wo jetzt viele Fehlstellen hat, aber macht mir ja nichts. Ich mag das trotzdem super und ich habe mir jetzt gegönnt für 25 oder 30 Euro gebraucht oder sowas aus einem Schrottauto einen Heckscheibenwischer. Also nicht nur das Wischerblatt. Nein, nicht nur das Wischerblatt. Ich habe tatsächlich den ganzen Motor getauscht. Meiner war irgendwie, sagen wir, leicht defekt. Ich kann jetzt noch nicht genau deuten, woran es gelegen hat. Ob es eventuell an dem Spalt im Gehäuse gelegen hat oder an den verschweißten Kontakten. Verlöteten, weiß ich nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das hier mit dem Licht alles so doll ist, aber ich mache jetzt mal weiter. Und morgen fahre ich nach Mutter hin, also nach meiner Mutter, nach der Oma von meinem Kind. Und ich habe irgendwie Bock auf das Spiel. So, unten sehen wir nicht viel, oben könnte es reichen. Heute machen wir Auge am Himmel. Im Himmel. Klingt komisch. Das haben wir geschafft, haben wir alles geschafft. So, jetzt aber. Tag 24. Der Interceptor muss für den Moment unter Quarantäne gestellt und aus dem Gebiet herausgeschafft werden. Wir haben die Drohne mit der gerade gefundenen Bewaffnung ausgestattet. Übernehmen Sie die Steuerung der Drohne und schützen Sie den Truck vor Angriffen. Ja, das mit der Drohne ist ja erstmal relativ, ne? Nutzen Sie die aufgerüstete Drohne, um dem Team Feuerunterstützung aus der Luft zu geben. Mit dem Schiebepad. Haha, Schiebepad, weißt du, hier verstehst du? Nächstes Projekt. Die Drohne bewegen, den Touchscreen berühren, um die Raketen abzufeuern. Machen wir doch. Ja, locker. Das ist nett. Oh, mir juckt die Nase. Ich habe ja schon ein Schiebepad zu liegen. Zu liegen, finde ich, ist übrigens ein schöner Ausdruck. Ist eigentlich eher ziemlich ostdeutsch, glaube ich. Aber das fand ich irgendwie nett. Ja, nein, in 10 Minuten später neu starten. Oder in 4 Stunden oder später oder so. Achso, ich habe ja schon ein neues Schiebepad zu liegen, aber ich bin nicht ganz zufrieden damit. Es war sehr schwierig. Muss ich jetzt einfach mal so nebenbei erzählen. Und dazu hole ich, glaube ich, mal das Gerät her. Schnitt! Zurück und wie ihr da so sehen könnt, habe ich nicht nur meinen habe ich auch meinen 23 DS geholt. Weißt du? Zweit 3DS. Witzig, gell? Ja, da ist diese Gummierung nämlich auch irgendwie abhanden. Da müsste ich eigentlich mal auch ein Schiebepad verkaufen. Und zwar zum Beispiel so eins. So eins. Oh Gott. Da. So eins. Das Problem ist allerdings, man sieht es, also das ist die Gummierung von dem anderen, von dem kleinen alten. Wenn man das hier mal so übereinander hält, da sieht man schon, irgendwas haut da nicht so. Also man sieht es, wenn der Fokus das machen würde, was er soll. Man sieht es einfach, wenn man will, es passt nicht so ganz. Also das von dem alten 3DS ist ein Ticken größer. Und bei dem New 3DS in groß war es, ist es noch gravierender. Also gravierend im Sinne von
gravierend. Ja, also man merkt es auf jeden Fall von der Optik her, man merkt es auch vom Anfassen her. Die Warenmaße sind jetzt relativ. Also ich habe jetzt gesucht ein 17 mm Schiebepad, Durchmesser 17 mm. Und habe nur gefunden ein 15 mm oder 14 mm, ich glaube 15. Und das sieht dann halt schon mal ganz anders aus. Es fühlt sich auch ganz anders an. Es ist nicht das schöne Gummi, was man da vorher so drauf hatte. Aber es ist immerhin schon mal irgendwas. Weißt du? Es ist auch gar nicht, also es ist nahezu unmöglich, ein gummiertes Schiebepad zum Nachkaufen zu organisieren. Das ist alles Plastik in eins mehr oder weniger, was man so kriegt. Und wie gesagt, 17 mm habe ich ein oder zwei gefunden, aber da habe ich gleich gesagt, nee, die sehen A, nicht so geil aus und B, waren sie, glaube ich, auch sowieso vergriffen. Keine Ahnung, woran es lag. Ich verstehe es einfach nicht. Auf jeden Fall geht es endlich mal weiter mit dem Video. Wie auch immer. Na, ich habe ins Licht geguckt. Ich bin blind. So, bleiben Sie wachsam, fahren Sie ein Stück vor den... Ein Stück? Nein, ein Stück, das sind die Punkte. Ein Stück vor den Truck und halten Sie die Strecke sauber. Aber wie soll ich denn fahren? Mit der Drohne, die fliegt. Ja, gut. Was habe ich denn? Ja, ich versuche ein Stück vor den Truck zu fahren, aber... Einmündungen finde ich immer schwierig. Wahrscheinlich zerstöre ich meinen Waffentruck selbst noch. Achso, ihr müsstet unten gucken, ne? Mein Schiebepad hat übrigens auch einen Hau weg. Ein paar Feinde nähern sich von hinten. Beschützen wir uns. Das Touchpad hat übrigens auch einen Hau weg. Das ist auf der linken Seite nicht mehr so ganz, wie ist das, wie ich es gerne hätte. Ich würde gerne nach hinten fahren, aber es passiert nichts. Ich kann mich nur zurückfallen lassen. Irgendwer schießt von hinten auf den... Ach, der Waffentruck schießt? Nur wohin? Na, jetzt biegt der auch noch ab in so komisches Gebiet. Wir werden die Hafenanlagen als Deckung nutzen. Machen Sie die Ausfahrt für uns frei. Ja, würde ich ja gerne, aber ich finde die Ausfahrt nicht. Diese Ausfahrt war nicht gemeint. Schade. Noch mehr Straßensperren oder war es Einzel? Dreck! Ihr seht nichts, ne? Tut mir leid für euch. Ich wusste jetzt nicht, dass ich... nehme... Das ist doch ein schlechter Witz. Geschütze voraus. Jetzt kommen sie von hinten. Der gepanzerte Van kommt in Sichtweite. Schalten Sie ihn schon X aus. Andernfalls wird er uns beträchtliche Schwierigkeiten bereiten. Wo denn? Puh.
Jetzt habe ich ausnahmsweise mal so ein bisschen Vorsprung. Wahrscheinlich wird in der Zwischenzeit der Truck von hinten angegriffen. Haben Sie gerade die East Link Bridge, wir haben gerade die East Link Bridge erreicht. Ich denke, dass es ziemlich haarig werden wird. Seien Sie also vorsichtig, halten Sie die Augen offen. Bin so gut. Das klingt nicht gut. Heuler haben sich der Jagd angeschlossen. Heuler sind doof. Nett finde ich ja, dass mein Drohnenbeschuss dem Waffentruck nichts macht. Glaube ich. Ja, tatsächlich nichts. Finde ich nice. Hallo? Was geht jetzt an? Also, falls ihr das unter meinem Daumen nicht erkennen könnt, das war ein Heli. Irgendwas mit dem Waffentrakt angestellt hat. Diese Mission ist aufwendiger, als ich dachte. Aber bisher nicht schwer, es sei denn, es dauert jetzt noch 10 Minuten. Dann sieht es natürlich eng aus, mit dem, was ich bisher gekonnt habe. Wir konnten uns in Sicherheit bringen, Agent. Gute Arbeit. Mission erfolgreich. Danke. Das war's. Boah, ich hab 1050 Könnenpunkte. Das ist nett. Muss ich mich ja mal loben. Gell?